Jetzt war sie an einer Forschungsarbeit zur Toxikologie von Spinnengift dran. Aha. Sie hatte ein paar wundervolle Exemplare der von Neutria nigriventa gehabt. Was ist das? Das sind südamerikanische Kampfspinnen. Einer der giftigsten Arten dieser Welt. Sagen Sie mal, am Tatort, da war ein beschädigtes Terrarium. Ist es möglich, dass diese Viecher da drin waren? Ja, sie waren da drin. Ich meine, sie sind doch nicht entkommen. Sie müssen mir sofort sagen, wie die Dinger sich verhalten. Sind sie den Menschen gegenüber gefährlich oder aggressiv? Ja, solange man sie in Ruhe lässt, passiert da gar nichts. Sie verkriechen sich in dunkle Ecken. Aber wenn man ihnen zu nahe kommt und sie sich bedroht fühlen, dann beißen sie. Und das könnte wirklich tödlich enden. Ja, Michael. Du, ich habe mich bei den Nachbarn umgehört. Es hat niemand etwas gesehen oder gehört. Ich bin jetzt am Tatort und sehe mich noch ein bisschen um, okay? Alex, du verlässt sofort den Tatort. Da sind hochgiftige Spinnen. Warte mal kurz. Alex, du gehst jetzt sofort raus. Ich schicke dir jemanden vom Institut vorbei, der die Dinger einzieht. Sofort raus da. Was hast du gesagt? Sag mal, hast du mir gar nicht zugehört. Beweg sofort deinen kleinen Hintern da raus. Da sind hochgiftige Spinnen und sagst du den Kollegen. Au! Die hat mich gebissen, Michael. Das ist doch nicht lustig, sowas. Das ist kein Witz. Alex, bleib ganz ruhig. Der Professor vom Biologischen Institut ist hier. Eine Sekunde bitte, ja? Meine Kollegin wurde gebissen. Was soll sie tun? Schnell! Um Gottes Willen. Sie muss ganz ruhig bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen verhindern, dass das Gift sich im Körper schnell verteilt. Man soll sie sofort in unser Institut bringen. Zur Klinik ist es zu weit. Wir haben das Gegengift vorrätig. Und ein Notarzt sollte zur Stelle sein, falls sie einen Schock bekommt. Alex, hast du das gehört? Michael, ich bin's, Uwe. Uwe, pass auf, bring Alex sofort zum Biologischen Institut der Uni. Und zwar schneller als schnell. Wir sind auch auf dem Weg. Bis dann, ciao. Kommen Sie, schnell. Kommen Sie. Gleich geht's weiter bei K11. Kommissarin Rietz wurde von einer hochgiftigen Spinne gebissen. Ich meine, wie groß und wie schwer ist sie denn? Das weiß denn ich. Also 1,65, 50, 55 Kilo. Wie wirkt sich dieses Gift in dem Körper aus? Also das Gift besteht hauptsächlich aus dem Stoff Alpha-Latrocin. Und innerhalb von einer Stunde kommt es zu Schweißausbrüchen, Atemnot und zu ganz starken Schmerzen im Körper. Ja, super. Ja? Alex, wie geht's dir? Nicht so gut. Mir schwindelig, ich hab Schweißausbrüche und das wird schon ganz dunkel. So, wo seid ihr jetzt? Wir sind jetzt da. Alex, du musst durchhalten. Der Notarzt ist auch schon auf dem Weg. Beeilt euch bitte. Alex, du schaffst das. Ich schaff das, bestimmt. Hey, Max, sag mal, was ist denn da los? Bei Alex ist besetzt, bei Michael besetzt. Ich erreiche die beiden nicht. Du weißt es noch gar nicht. Alex ist von einer Spinne gebissen worden. Die war am Tatort im Terrarium. Was? Was für eine Spinne? Es war eine südamerikanische Kampfspinne. Irgendwas Hochgiftiges. Du Scheiße. Und wieso sagt mir keiner Bescheid? Gary, du warst unterwegs. Außerdem, da kannst du doch eh nicht helfen. Wo ist sie jetzt? Ist alles unter Kontrolle. Die wird in dem Uni-Institut behandelt, da kriegt sie ein Gegengift und medizinische Versorgung. Michael ist bei ihr. Ja klar, du wolltest sie auch gleich melden. Obduktionsbericht und Bericht der Ballistik. Ja, was steht drin? Also die Tote hatte kurz vor ihrem Tod Sex. Und da ihr Ehemann dazu nicht mehr in der Lage war, hatte sie wohl einen Liebhaber. Ja, ich kann dir ganz genau sagen, wer dieser Liebhaber war. Der Chef des Instituts. Er und sie, die beiden haben sich in einem Stundenhotel getroffen. Er hat sogar seinen richtigen Namen angegeben. Wie blöd kann man denn bitte sein? Tja. Die Tote, die hatte was mit ihrem Chef. Das passt aber doch gar nicht zu dem Bild der treusorgenden Ehefrau. Das ist ja ein Ding. Es war kein Selbstmord. Die Frau hat sich nicht erschossen, sie wurde umgebracht. Hier steht's doch. Die tödliche Kugel wurde aus mehr als 50 Zentimetern Entfernung abgegeben. Also ihre Arme waren definitiv zu kurz. Es war kein Selbstmord. Und der Täter hat keinerlei Spuren hinterlassen. Okay, ich fahre jetzt erstmal ins Institut, spreche mit dem Chef. Außerdem möchte ich wissen, wie es Alex geht. Okay, alles klar. Da. Hey, Alex. Oh, Gott sei Dank. Ja, der Notarzt. Ich hole das Gegengift. Ich schwitze hier tierisch. Alex, du schaffst das. Komm. Alex, du schaffst das. Ja.
Was ist mit Alex? Sie bringen sie gerade in die Klinik. Kevin, ich weiß nicht, was ist. Ja, aber das Gegengift hat es nicht gewirkt. Ja, sie hat es bekommen, aber sie ist zusammengeklappt. Hey, sie war total blass. Aber sie kommt doch durch. Ich meine, sie hat das Gegengift bekommen. Ja, und auch rechtzeitig. Allerdings hat ihre Kollegin einen anaphylaktischen Schock erlitten. Und das ist eine allergische Reaktion des Körpers auf Tiergift. Deswegen was? Na, ist es gefährlich. Ich meinte, er hat ins Krankenhaus gehört. Michael, warte. Ich weiß, wir haben beide keinen Kopf dafür, aber es gibt Neuigkeiten. Die Biologin, sie wurde ermordet. Wirklich? Kein Zweifel. Und sie hat sich heute Vormittag in einem Stundenhotel mit einem Horst Müller getroffen. Und dieser Horst Müller, gehe ich schwer davon aus, dass Sie, dieser Horst Müller, Freerheim gewesen sind. Das ist doch lächerlich. Hören Sie, Sie können es gleich zugeben. Oder Sie kommen zu uns aufs Kommissariat zu einer Gegenüberstellung. Eine Angestellte kann Sie identifizieren. Wie lange lief das schon zwischen Ihnen und der jetzt Verstorbenen? Da lief überhaupt gar nichts. Das war eine einmalige Sache. Und sie hat mich verführt. Ja, okay, ich bin darauf eingegangen. Aber sie war auch eine attraktive Frau und, naja, sexuell doch recht ausgehungert. Sie drohen dieser Frau mit Kündigung und die will noch mit Ihnen ins Bett gehen? Wer soll denn das glauben? Ist aber so. Und warum haben Sie uns die Bettgeschichte die ganze Zeit vorenthalten? Ja, von der Bettgeschichte habe ich Ihnen deswegen nicht erzählt, weil ich nicht glaube, dass es in irgendeiner Weise was mit dem Fall zu tun hat. Ja. Das hat es auch nicht, das oder? Das hat es sehr wohl. Verschmähte Liebe ist oft ein sehr gutes Motiv. Ich wollte nichts von ihr. Ich habe gedacht, sie wollte ihren Job retten. Vielleicht habe ich das ein bisschen ausgenutzt. Ja, vielleicht haben Sie sie auch ein bisschen erpresst und zum Sex gezwungen. Das habe ich mit Sicherheit nicht. Wissen Sie was? Dieses Geschwätz höre ich mir nicht mehr an. Das können Sie alles dem Haftrichter erzählen. Bitte, jetzt warten Sie einen Augenblick. Ich sage es Ihnen. Ja, gut, okay. Ich habe ihr gesagt, ich nehme die Kündigung zurück, wenn sie ein bisschen nett zu mir ist. Also doch. Ja, ich meine, okay, das war nicht ganz korrekt. Nee. Aber wissen Sie, sie hätte ja auch Nein sagen können. Und ich war es nicht. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Ganz und gar nichts. Dann sagen Sie uns mal, wo Sie heute zwischen 12 und 13 Uhr waren. Zwischen 12 und 13 Uhr, da war ich bei meinem Doktorandenkolloquium. Alle Teilnehmer können das bezeugen. Wunderbar. Dann schreiben Sie uns bitte Namen und Telefonnummer der Teilnehmer auf. Ja, wir werden das natürlich überprüfen. Moment mal. Hm? Hey, was denn? Wollen wir sehen? Was ist denn? Was gibt's denn? Gerrit, das sieht doch genauso aus wie der Spinnenbiss an Alex' Arm. Sind Sie von einer Spinne gebissen worden? Quatsch, nein. Das ist definitiv ein Spinnenbiss, Wittbusch. Was ist das da drüber? Ein Einstich? Moment mal, der Schrank mit dem Gegengift, der war offen. Wittbusch, haben Sie sich das Gegengift selber gespritzt? Nein. Professor, gibt es hier bei Ihnen am Institut noch mehrere von den Spinnen oder waren das die einzigen? Das waren definitiv die einzigen. Dann waren Sie am Tatort. Und zwar, nachdem das Terrarium zerschossen wurde. Kennen Sie diese Handschuhe hier? Nein. Komisch. Die haben wir nämlich in Ihrer Ledertasche gefunden. Und der Mörder des Ehepaars, der hat am Tatort keine Spuren hinterlassen. Er hat Handschuhe getragen. Und auf diesen Handschuhen hier sind Schmauchspuren und Ihre DNA. Ja und? Ja und? Warum haben Sie das Ehepaar getötet? Ich habe überhaupt gar nichts getan. Ich habe ihr höchstens einen Gefallen getan. Ich wollte ihr helfen. Helfen? Ja, natürlich. Ich hätte alles für sie gemacht. Ich weiß ich nicht. Ich habe sie verehrt. Also, mehr noch. Sie haben sie also geliebt, ja? Ja. Ich sie und sie mich. Aber unsere Liebe war verboten. Also insgeheim hat sie mich geliebt, aber sie hätte ihren Mann niemals verlassen. Hatte einfach ein zu großes Herz. Und da dachten Sie, wäre der Ehemann weg? Tja, natürlich. Jemand musste das doch tun. Und wenn nicht ich, wer denn dann? Und deswegen haben Sie ein bisschen Schicksal gespielt, ja? Ja. Es ging auch ganz leicht. Also ich habe das Kissen genommen und ihm einfach aufs Gesicht gedrückt. Er hat sich auch gar nicht gewehrt und es war auch schnell vorbei. Ich glaube auch, er wollte sterben. Und danach sah er auch ganz friedlich aus. Hat seine Frau sie bei der Tat erwischt? Ja, aber sie hat sich nicht gefreut. Ich glaube, sie hat überhaupt nicht verstanden, was ich da für uns gemacht habe. Mich angeschrien und wollte den Krankenwagen und die Polizei rufen. Und als ich weg wollte, da hat sie mich mit einer Pistole bedroht. Woher hatte sie die? Weiß ich nicht. Sie hat mich immer weiter angeschrien und
Ich habe ihr die Pistole dann weggenommen, sie hat mich beleidigt und ich habe dann abgedrückt, damit sie endlich still ist. Okay. Und wie kam es zu dem Spinnenbiss? Ja, als Doris tot am Boden lag, da habe ich ihr die Pistole in die Hand gedrückt. Wegen der Spuren. Und nochmal geschossen. Und dann habe ich das Terrarium getroffen. Ja, als ich mich von ihr verabschieden wollte, da hat mich, glaube ich, da eine Spinne gebissen. Verabschieden? Was meinen Sie damit? Verabschieden? Ich habe mich runtergebeugt und habe ihr nochmal über die Wange gestreichelt und auch noch einen Abschiedskuss gegeben. Ja, und dann habe ich die Handschuhe als Andenken behalten. Das nennen Sie Liebe, ja? Tobi Wittbusch wurde wegen zweifachen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Kommissarin Rietz hat sich vollständig erholt und ihren Dienst wieder aufgenommen. Seit dem Zwischenfall leidet sie unter einer Spinnenphobie.